So, hallo, wir machen weiter bei Cool or Cool. Wir waren bei einem Level. Moment, ich muss mich, muss mich, muss mich, muss mich und so. Ich lade Save State und wir waren. Ach ja, wir waren hier. Ich beende die Aufnahme einfach gleich wieder. Oh Gott. Okay, was, 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 wie, was? Ach ja, wir wollten hier Yoshi groß füttern und ja. Ja, und was mir aufgefallen ist, meine grundsätzliche Idee, dieses Viech hier einfach den Weg unten entlang zu schicken, ist totaler Schwachsinn, weil es gibt so viele Ecken und das Viech dreht an jede Ecke um. Das kann es nicht sein. Aber ich weiß nicht, was ich sonst noch durchschicken soll. Vielleicht eine Shell? Aber dann komme ich nicht schnell genug hier rum. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist offensichtlich. Auf jeden Fall muss ich mit diesem gelben Yoshi hier die Äpfel, die grünen, essen. Also wenn er denn ausgewachsen ist, den grünen Apfel da hinten auch. Und dann hier töten. Und dann ja gut, dann würde ich hier den grünen Yoshi bekommen. Oder soll ich den Pilz da unten entlang fahren lassen? Aber ist doch auch Blödsinn. Ich meine, was will ich mit dem Pilz da hinten? Ich brauche da hinten ein ausgewachsenes Yoshi. Wir haben gesehen, da hinten sind zwei. Ich brauche da hinten ein ausgewachsenes Yoshi. Und ich hätte hier ein ausgewachsenes Yoshi. Und wenn mir dieses Yoshi hier da unten entlanglaufen würde. Aber wie kriege ich das da hinten? Da unten. Wie kriege ich. Selle Filme. Aber wenn jetzt mal wirklich angenommen, dieses Yoshi hier unten entlanglaufen würde. Dann wäre das leicht cool. Gut, also was wir auf jeden Fall machen werden, ist ein extra Save State. Bevor wir hier irgendeine Kacke machen, machen wir einen extra Save State. So. Danke. Okay. Du kommst mit, obwohl du kannst hier bleiben. Scheiße, kannst du natürlich nicht. Hahaha. Denn jetzt, ja, das. Ja, komm, das war Blödsinn. Den einen Apfel da erstmal ganz zum Schluss. Ach, wieso hüpfe ich denn da drauf? Wir essen beide Äpfel zum Schluss. Dann habe ich auf jeden Fall eine höhere Chance, dass da was Ordentliches bei rumkommt. Ich hab's gewusst! Ich hab genau gewusst, dass das hier passieren wird, wenn ich es jetzt einmal versuche. Mann, jetzt will ich dich noch nicht groß. Viech. Was Doofes. Da will man diesen Glitch mal nicht machen, ja? Er sagt mir nicht. Das ist das ja da. Da, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da will man sich mal nicht beeilen zwingen und dann macht man diesen doofen Glitch. Doch, obwohl man ihn gar nicht machen will. So, für den Fall, dass du direkt wieder groß wirst hier. Nein, okay, diesmal nicht. Doch! Na gut, soll mir recht sein. So, jetzt. Achso, ess direkt den Apfel hier. Ess direkt den Apfel hier, danke. Dann springen wir hier hoch, dankeschön. Essen ganz schnell den Apfel hier. Und wir verabschieden uns von diesem Yoshi und haben eine massig hohe Zeit. Gefällt mir. So, aber wie kriege ich jetzt dieses Yoshi hier, was bitte jetzt kein Pilz wird? Danke. Wie kriege ich das jetzt da unten entlang gelaufen? Ich meine, ich kann. Ich weiß nicht. Oh! Na so natürlich. Ah, okay, cool. Ja, supi. Ja, und jetzt? Ach so, dann kann ich. Okay, ich kann über die Bullet Bills. Jetzt habe ich allerdings meine Shell nicht mehr dabei, die ich da drüben in die Grube geschmissen habe. Um über die Grube zu kommen. Kann ich das jetzt vielleicht mit dem Yoshi machen? Was? Das wäre ja ein Ding. Nee, tschüss, Yoshi, du bist leider weg.
Oder drehst du wieder um und ich habe dich nur nicht gesehen und deswegen bist du mir aus dem Screen gerannt. Nee, der ist da unten. Kacke. Ich bräuchte die Shell hier noch. Oder ich war einfach zu... Moment. Vielleicht war ich auch einfach zu langsam. Das kann natürlich auch sein. Ich drehe Yoshi mal in die Richtung. Dann dürfte er theoretisch erst in die andere Richtung rennen. Jawohl. Und dann... Dann. Oh, ist das geil. Dann haben wir nämlich hier... Hier... Fuck. Dass die Bullet-Ding da natürlich gerade runterkommt, ist, glaube ich, Künstlerpech, oder? Ah! Oh. Aber jetzt? Na toll, so ist ja auch blöd. Ach so, natürlich. Ach, supi. Ach, Mensch. Ach, das klappt ja hervorragend. Okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss da oben, muss ich mit dem großen Mario durch. Ich darf den Pilz jetzt nicht verlieren. Oder kann ich? Okay, und dann komme ich groß hier hoch. Gut, ich muss das ordentlich timen. Und ich habe das mir hiermit, glaube ich, dann schon timen-technisch versaut. Nein, ich erwische es! Okay. Nein, dreh dich um. Boah. So, jetzt ganz schnell hoch. Oh, da muss ich wesentlich schneller sein. Wir drehen uns erstmal langsam um. Essen. Ah, da muss ich aber dann gucken, dass ich schneller hochkomme. Sonst komme ich nicht hinterher. Na? Oder kann ich Yoshi hinterherlaufen? Ach nee, kann ich natürlich nicht. Gut, ich kann auch so machen. Und ja, aber dann wird Yoshi nicht getroffen. Er muss ja weiterlaufen. Ich müsste einfach hier... Ah, scheiße. Ich müsste hier direkt... Oh, jetzt noch einen Sprung. Na, das ist zu knapp. Weil dann ist Yoshi da hinten. Das ist alles supi, nur ich nicht. Ich muss hier noch durchkommen. Aber ich find's cool, wie... Ja, das war doof. Ich find's cool, wie die Idee ist, dass man mit Yoshi hier unten durch muss. Zumindest hoffe ich mal, dass es das ist, aber was soll es sonst sein? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, also dann bin ich echt ratlos. Aber das sieht doch alles relativ gut aus. Bis auf, dass ich hier gerade echt Probleme habe, hier wieder hochzukommen mit einem Pilz. Soll ich das vielleicht doch... Ah, so! Okay, jetzt ist das Ding aber unten nicht aufgegangen. Aber ich soll das natürlich hier oben machen, okay. Verstanden. Gut, das ist jetzt ein bisschen Glück. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt, glaube ich, eine Glückssache. Oder kann ich das kontrollieren, wohin die laufen? Ja, toll, Yoshi ist richtig, aber die Shell nicht. Naja, toll, jetzt ist Yoshi richtig, aber die Shell wieder nicht. Und ich bin auch nicht richtig. Und gut, ich bin sowieso nie richtig. Ist egal, wo ich bin. Ach, die Shell muss da unten den Block aufmachen, verdammt. Ich kann natürlich auch erst die Shell den Block aufmachen lassen. Achso, nee, es war wieder Schwachsinn. Okay, gut, dann müssen wir einfach ein bisschen gucken, bis wir die richtige Situation haben. Es wird schon eine Möglichkeit geben, dass die Shell, oder haut die Shell immer dahin ab. Jetzt wäre alles richtig, bis auf dass der Block da unten offen ist. Ne, jetzt nur noch mal kurz zum Gucken. Ich komme dann hier nach hinten, Yoshi läuft mich hier unten entlang. Ja, und alles ist geil. Supi. Machen wir doch so, machen wir doch so. So, Shell... Ja. Toll. Okay, die
die Shell ist echt blöd, dass die da gerne dahin abhaut. Weil da wollen wir es ja eigentlich nicht haben. Kann ich vielleicht, wenn ich das Ganze hier oben mache, so. Dann habe ich zwar mehr Zeit verloren, aber vielleicht... Nee, jetzt haut die wieder hier oben. Nee. So wie vorhin war das schon ganz gut. Nur die Shell muss halt wirklich nach unten kommen. Wenn ich es jetzt einmal sehen würde, dass es passt mit der Shell. Ich weiß jetzt nicht, ob schon einmal gepasst hat überhaupt. Ja, toll. Ich frage mich nämlich gerade, ob die Shell wirklich grundsätzlich da nach hinten abhaut. Was vielleicht gar nicht mal so doof ist. Die wird schon wieder umdrehen, ne? Ja, die dreht eh wieder um und dann kommt sie zurück. Gut, aber Yoshi wäre schon cool, wenn er unten entlang laufen würde. Na. Und ich muss da hoch, ordentlich. So nämlich. So, und jetzt schnell drehen, dass wir die Shell nicht verlieren. Ach, kacke, die ist schon wieder weg. Okay, müssen wir vorher die Kamera drehen. Dass wir die im Blick haben, ne? Und dass die Shell uns nicht abhaut. Ach. Oh, ist das doof. Ah, was habe ich jetzt gedrückt? Irgendeine komische Taste. So, und jetzt schnell durch. Hoffentlich sind wir jetzt rechtzeitig noch. Von der Zeit, aber das sieht doch gut aus. Oh Gott. Yoshi, nein! Okay. Das muss also schneller gehen. Na toll, jetzt... Okay, hier oben sollte ich auf jeden Fall erst warten mit meinem Drehsprung. Ist jetzt halt ein bisschen doof, hier Safe States zu setzen. Ist ein bisschen riskant immer. Weil man nicht weiß, was für eine Auswirkung es dann am Ende hat. Boah, das ist eine lange Stelle, die dauert ein Weilchen hier. Okay, jetzt ist super. So, Shell kommt zurück, wir machen hier kaputt. Können wir gleich mal machen. Yoshi wird hier gleich auf jeden Fall durchlaufen. Genau. Jetzt habe ich ein Safe State gesetzt. Der ist hoffentlich... Hoffentlich praktikabel. Okay, 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 okay. Oh. Der ist doof. Der ist doof. Den habe ich zu bald. Okay, hier. Den sollte... Ich sollte den nicht setzen, wenn ich in die Röhre gehe, sondern kurz davor. Hier lassen wir den jetzt. Ich warte nämlich noch ein bisschen und jetzt gehe ich mal runter. Boah, das muss man auch noch timen hier. Und wieder durch. Super! Ja! Lass mich! Okay, hier drüben muss ich den Block löschen, das kenne ich schon. Mmh. Ja, das... Ich wollte eigentlich genau ein Stück warten, bis der gerade so... Ja, super. So, dann kann ich nämlich den direkt auch wieder. Und jetzt sollte das eine Runde funktionieren. Jawohl. Denn jetzt sollte der Block... jetzt sollte der Block überschrieben sein. Super. Jetzt sollte er überschrieben. Ah, jetzt ist er überschrieben. Und jetzt ist er überschrieben. Nein. Er muss einmal komplett weg sein. Und dann muss ich wieder den Sprung einfach so machen wie gerade eben. Habe ich doch auch geschafft, sag mal. Wieso kriege ich den Sprung denn jetzt nicht mehr hin? Sag mal. Bin ich doof? Ist doch dieselbe Situation. Ach, das ist wieder so typisch, dass man den Sprung das erste Mal hinkriegt und das zweite Mal auf einmal nicht mehr. Obwohl es derselbe Sprung ist, verdammt. Ich habe es doch gerade hingekriegt. Es ist doch nur der selbste, den ich geladen habe. Danke, da war er doch.
Alter! Willst du mich verarschen? Ich meine, klar, ich kann auch hier nach unten und dann hier nochmal nach oben, aber das kostet mich Zeit, die ich nicht unbedingt abgeben müsste. Also die Zeit. Da ist er weg, okay. Och, scheiß Viech, komm jetzt. Stirb und gib Ruhe. So, die Zeit habe ich eigentlich erst recht nicht, aber ist jetzt egal. Wird schon reichen noch alles. Ich habe mich ja bei Yoshi ziemlich gut beeilt, glaube ich. Ich denke, da kann ich mir das schon leisten. So, das Springboard wollen wir mitnehmen, mit Sicherheit. Da sind schon wieder grüne Äpfel. Wir müssen also gleich wieder uns in Yoshi... Oh, fuck. Ach, fuck, das war ein doofer Set. Naja, egal. Dann komme ich jetzt hier schneller durch. Jawohl, dann habe ich hier auch gleich nochmal Zeit gespart. So, das nehmen wir uns mit. Das ist jetzt alles ein bisschen uninteressant hier. Und, ups, jawohl. Da ist er down. Oh, jetzt hat er den Apfel überschrieben. Wird schon noch akzeptabel sein. Oh, da sind ganz viele. Ach, du Kacke. Okay, ist gleich mal die zwei hier. Oder einen. Oh, das habe ich doof gesetzt. Ach, dieses Springboard. Geh da hoch. So, komm. Alter, wie ich es nicht loswerde. Mann! Was? Springboard los. Danke. So, jetzt ist gut. Okay, und hopp. Na gut, dann eben nur ihn. Ihn kriegen wir, können wir uns noch holen. Ach, wie mache ich das denn ohne den zu essen? Mist. Na gut, brauchen wir den vielleicht? Boah, das sieht aber auch komisch aus da oben jetzt. Egal. Ich wette, das ist wieder anders gedacht. Ist mir schon klar. Ach, ich soll hier oben drüber. Natürlich, ich soll hier oben drüber. Dafür ist das Springboard auch da. Ach, ich hätte die... Ach, ich bin auch schwer von Begriff manchmal. Muss man schon sagen. So, hier. Dass der eine Apfel da jetzt überschrieben ist, ich glaube, das kann ich nicht verhindern, oder? Ich glaube einfach mal nicht, dass ich es verhindern kann. Nein, jetzt. Oh, da drüben überschreibe ich ja wieder ganz viele Äpfel. Kacke. Habe ich gerade gesehen, nämlich. Das sind drei Stück und ich werde sie alle drei überschreiben, wenn ich mir das so anschaue. So, rüber, hoch, oh. Hier kann ich schon wieder so einen kleinen Sprung gar nicht machen, ne? Aber einen Drehsprung kann ich hier machen. Jawohl. Schneller, 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 schneller. Top. Oh, und wie kriege ich Yoshi jetzt eigentlich wieder zurück? Ja, ist ja doof. Ach, soll ich den vielleicht hier noch direkt wieder töten? Dass ich erst da drüben den anderen Yoshi... Na gut, wir gucken es uns einfach mal an. Wir wissen es ja noch nicht. Schauen wir halt mal. Und ich muss gleich mal auf die Uhr gucken. Jetzt ist Yoshi natürlich hier nicht tot. Aber ich. wie mache ich das denn, dass ich Yoshi hier wieder loswerde direkt? Was ich natürlich nicht gern tue, aber was halt sein muss. Denn es gibt nun mal Dinge, die... Achso, natürlich hier. Ich bin ja auch blöd manchmal. Also wirklich. Hier ist ja voll die Lücke. Tschüss, Yoshi. So, Springboard nehmen wir mit. Tschüss. So. Hä? Okay, ich überschreibe alle Äpfel. Scheiße. Das heißt, ich wurde da schön angeteasert und jetzt heißt es aber hier Edge. Du kriegst keine. Ach, Äpfel sage ich immer. Beeren sind es, ich weiß. Ich weiß, dass es Beeren sind, aber ich sag halt gerne Äpfel. Lasst mich. So. Oh Gott. Mhm.
Okay, ich sollte ihn wieder ein Stück runterlassen auch. Oh weh. Oder sollte ich an der Stelle das Springboard mitnehmen? Wäre hier mir gerade wesentlich lieber das Springboard, muss ich mal dazu sagen, weil so wird es. Nee, so wird es nichts. Also kein neues Yoshi. Auch das Gelbe hier nicht neu, nein. Ich nehme es jetzt mal nicht mit. Ich nehme jetzt mal das Springboard mit. Ich sagte, ich nehme das Springboard mit. Deswegen, ach, ich muss ihn aber dann töten. Nicht, dass wir mir woanders. Ah, Mann. Nicht, dass du mir woanders zum Problem wird. So. Okay, hopp, 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 hopp. Bisschen flotter hier. Dankeschön. Au. Ja. Nein. Ja, lass, leg's einfach direkt da ab. Jawohl, super, danke. Hopp. So, was ist da drin? Ach so, wir werden es nie erfahren, weil ich es überschreibe. Super. Okay, gucken wir mal, was so kommt. Dass jetzt hier wieder Safe Set ist natürlich äußerst doof, aber egal, erstmal. Ich will wissen, was da drin ist. Bestimmt Yoshi. Natürlich. Okay, den jetzt einzusetzen ist jetzt nicht das Problem. Hopp. Ah, aber hier die Lücke nochmal zu treffen ist dann doof. Supi. Ob die Zeit jetzt halt reicht? Ich meine, ich hätte. Bestimmt hätte ich hier auch irgendwas dabei haben müssen. So, ich wollte auf die Uhrzeit gucken, Entschuldigung. Ja, 22 Minuten. An der Stelle beende ich mal, setze mir einen extra Save State für den Fall, dass ich jetzt ein bisschen zu lange hier pausiere und ich nicht mehr zurückspulen kann. Und, ja, ich habe die noch ein paar Mal. Gut. Und das nächste Mal geht's dann weiter. Mal schauen, wie viele Parts es werden. Im Moment sind es zwei. Jo, tschüss. Achso, hier aus.